Tagebuch eines Unbekannten 4. Liwa. Das Tagebuch eines Unbekannten, zurückgelassen in Liwa. Es beschreibt die Vorkommnisse im Hafen. Die Kräuter habe ich in der Bubu-Hütte verkauft. Ich habe alles, was ich verloren habe und noch ein bisschen mehr zurückgezahlt. Wenn ich so weitermachen würde, könnte ich in den nächsten Jahren ein Haus in Liwa kaufen. Rechtzeitig, damit Dong Dong sich einleben kann, bevor er in die Schule geht. Wenn ich mich in meiner Jugend nur mehr angestrengt hätte, wäre ich heute nicht so dumm und hätte mich nicht auf diese verdammten Schatzräuber eingelassen. Ach, auch hätte ich nicht das Erbe verschleudert, das mein Vater mir hinterlassen hat. Das lässt mich denken, dass ich Dong Dong einen guten Lehrer besorgen muss, der ihn dazu bringt, fleißig zu lernen. Nur so wird er verlässliche Freunde finden und nicht wie sein elender alter Mann enden. Also, um Dong Dongs Willen kann ich mich nicht aufgeben. Ich muss einen Weg finden, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das heißt, die Idee, ein schnelles Vermögen zu machen, kriegte ich trotzdem nicht aus meinem Kopf. Also versuchte ich mein Glück beim Jade-Mysterium. Ich hatte nicht vorgehabt, an einem Ort wie diesem Geld auszugeben, aber der Inhaber des ganzen Ladens, Shito, war sehr überzeugend. Er überredete mich, mein ganzes Geld in diesen Ort zu stecken. So schlecht war mein Glück auch nicht. Ich schnitt den Stein auf, den ich gekauft hatte, und darin befand sich mehrere gute Jadestücke. Andererseits bedeutete dieser kurze Streifzug durch die Welt des Glücksspiels mit Edelstein, dass ich die Sichel und die Medikamentenkiste verpfänden musste, mit denen ich nach Kräutern gesucht hatte. Jetzt stehe ich ohne eine Münze da. Sicher, ich habe ein paar gute Jadestücke durch das Edelstein-Glücksspiel bekommen, aber Jade ist nicht einfach weiter zu verkaufen. Es sieht also so aus, als wäre ich mal wieder im Überlebensmodus. Ich denke, ich werde in einer anderen Gegend sehen, was ich dort anstellen kann. Ich sollte versuchen, mich der Krux anzuschließen. Hoffentlich nimmt Captain Beidou mich auf. Ich schrubbe auch freiwillig das Deck, denn ich habe 3 Tage lang nichts gegessen.